Ganz herzlich willkommen zu Intensiv, das Gesundheitsmagazin mit einer prominenten Ausgabe. Gerd Käfer, dieser Mann ist überall bekannt. Er steht für Bewirtungskunst und Delikatessengenuss der höchsten Klasse. Sein Partyservice nehmen nicht nur Bundeskanzlerin Merkel oder Kaiser Franz Beckenbauer gerne in Anspruch. Auf der Wiesn ist sein Käferzelt nicht mehr wegzudenken. Und wer genießt nicht gerne seinen Kaffee aus einem Käferhaferl? Aber es schien nicht immer die Sonne im Leben von Gerd Käfer. Im April 2013 musste er unter Vollnarkose operiert werden. Die Diagnose: Gallengangskarzinom, das heißt ein Tumor in den Gallenwegen. Bei einer Nachuntersuchung Anfang 2014 wurden dann Lebermetastasen entdeckt. Professor Thomas Helmberger vom Städtischen Klinikum Bogenhausen hat Gerd Käfer behandelt. Die letzte Verkochung der Metastasen mit einer heißen Nadel, medizinisch genannt Thermoablation, fand dann im Mai statt. Und ich habe mich mit dem Promi-Gastronom Gerd Käfer und seinem Arzt getroffen. Herr Käfer, die wichtigste Frage vorab: Wie geht es Ihnen jetzt? Also mir geht es, muss ich sagen, sehr gut. Also ich bin fit wie ein Turnschuh. Ich trainiere auch sehr viel, ich tue viel, mein Körper sehr viel, halte mein Gewicht. Ich habe jetzt 68 Kilo, teilweise sogar 65 Kilo, und das behalte ich auch. Trink kein Alkohol, also mal ein Glas Wein, aber nur ganz wenig. Und das macht es auch aus, dass man so fit und so gesund bleibt. Ne? Lassen Sie uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Wie haben Sie von der Krankheit erfahren? Ja, also meine, das habe ich hier erfahren. Ich war ja hier, habe eine schwere Operation hier gehabt. Ne? Und dann nach einem halben Jahr musste ich noch mal untersucht werden. Und das war bei meinem Professor Helmberger. Und das war dann für seine Untersuchung, wo man festgestellt hat, dass da noch kleines an der Leber, ist doch richtig, was ich sage, ne? An der Leber noch kleine Abschnitte waren, wo man also gesagt hat, das ist eine Metastasen waren, die also gefährlich werden könnten. Ne? Und was haben Sie dann gemacht, Professor Helmberger, in so einem Fall, medizinisch? So wie Herr Käfer sagt, es gehört eben dazu, die sogenannte Nachsorge, die findet in einem bestimmten Rhythmus statt, wurden Kernspinnuntersuchungen durchgeführt, und bei der zeigten sich eben nach einem guten halben Jahr kleine Metastasen, typisch also Tochterabsiedelungen in der Leber. Und dann wurde nochmal gemeinsam im Tumorboard mit Herrn Käfer zusammen besprochen, was es für Möglichkeiten gibt. Große Möglichkeit wäre natürlich mal gewesen zu operieren. Wäre technisch tatsächlich sehr, sehr schwierig, sehr anspruchsvoll gewesen. Wir haben aber eben andere Verfahren, die sogenannten minimalinvasiven Verfahren. Und das sieht dann so aus, dass man eine ganz dünne Sonde in diesen Tumor, in die Tochter geschwulst reinsteckt. Die Sonde schaut aus wie ein Sektquirl oder wie ein winziger Regenschirm mit so kleinen Beinchen, die an der Spitze erhitzt werden können, und dann wird durch Hitze der Tumor, die Metastase, verkocht, also durch Hitze zerstört, Temperaturen bis 100, 120 Grad, und hat den Effekt quasi wie eine ganz umschriebene Chirurgie, wobei die restliche Funktion der Leber eben vollständig erhalten bleibt. Geschieht sowas unter Vollnarkose? Im Regelfall nicht. Also in 90-95% der Fälle reicht örtliche Betäubung und ist eine Affäre von 20-25 Minuten für einen Herd. Und wie ist jetzt der Gesundheitszustand? Ja, müssen wir Herrn Käfer fragen. Von uns ist er sehr, von unserer Seite aus sozusagen, als die, die ihn betreuen, ist er sehr, sehr gut. Steht demnächst wieder eine Nachsorge an. Das ist aber dann der natürliche, natürliche Rhythmus bei solchen Erkrankungen. Über 5 Jahre gibt es einen bestimmten Rhythmus, werden diese Nachsorgeuntersuchungen durchgeführt, um eben auch frühzeitig zu erkennen, ist alles so geblieben, wie es sein soll, oder kommt vielleicht was Neues, dass man rechtzeitig reagieren kann. Ich habe wegen der Narkose gefragt, weil Sie Angst vor einer Narkose, Vollnarkose haben. Warum eigentlich? Ja, weil ich habe eine Angst, ich mache nicht mehr auf. Ne? Und mir geht es dann schlecht. Eine Narkose macht ja immer kaputt ein bisschen. Das ist ja eine Erfahrungssache. Ne? Es gibt viele Menschen, die dann nach einer Narkose gar nicht mehr, die sich ja nicht mehr da fangen. Ne? Und bei der ersten Untersuchung habe ich also wirklich, ging es mir unheimlich schlecht. Also gesundheitlich schlecht. Ich war nicht mehr fit, ich war müde den ganzen Tag. Und dann habe ich bei der zweiten Untersuchung, weil wir haben zwei gemacht dann, die unbedingt notwendig waren. Und da habe ich gleich dem Anästhesisten gesagt, er soll mich also ganz schwach behandeln. Und lieber habe ich ein bisschen Schmerzen, das hatte ich auch dann gehabt. Und dann habe ich aber Schmerzmittel gekriegt. Also es ging mir dann gut. Und ich war nach 2 Tagen so fit, wie ich reingegangen bin. Ne? Und das ist natürlich schon sehr erfreulich. Ne? Und das ist dank dieser hervorragenden Behandlung hier in dieser Klinik, muss ich immer wieder dazu sagen. Ne?
Sie sind ja ziemlich oft schon hier gewesen. Ja, ich bin schon fast der Dauerzustand hier. Ne? Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich gehe gerne ins Bogenhauser Klinik, weil ich, nicht weil ich auch ein Bogenhauser bin, aber weil es einfach hier eine Behandlung ist, die einfach ganz hervorragend ist. Und es sind unheimliche Fachkräfte da. Schon hier ist der beste Fachmann, den es gibt. Ne? Den gibt weit und breit keine besseren. Und dann auch die Behandlung der Schwestern ist einfach alles sehr, sehr persönlich und sehr gut gemacht. Ne? Gut, man wird ein bisschen bevorzugt bedient, ne? Weil manche kennen einen, aber das will ich alles gar nicht. Ich will genauso behandelt werden wie jeder, der auch krank ist, weil das ist nicht in meinem Leben so gewesen. Allen soll es gut gehen und wenn es mir gut geht, soll es ja dann auch gut gehen. Ne? Ich frage mich, als Sie damals die Diagnose erhalten haben, wem haben Sie sich anvertraut? Niemand. Niemand? Nein, das mache ich nicht, prinzipiell nicht. Sie reden mit niemandem? Nein, ich rede mit niemandem darüber. Das haben die irgendwo erfahren. Ich sage, macht's keinen Quatsch, das interessiert niemand mehr. Mich interessiert es für mich selber, dass ich gesund bin oder gesund werde, so schnell wie möglich. Und da habe ich die beste Betreuung, die es gibt. Und dann alles andere ist unwichtig. Weil wenn Sie alle irgendwie erzählen, die machen gleich aus einem kleinen Krebs einen großen Krebs. Ich erzähle allen Menschen, die praktisch mich da fragen, ja, du hast Krebs? Dann sage ich, nein, ich esse gerne Krebs. Und darum mache ich das. Es ist die Krebszeit, wo das gemacht wird. Und darum ist mein Lieblingsgericht sind ausgelöste Krebse im Wurzelsud. Ne? Okay, wenn man die Verbindung hat, dann ist es fast schon wieder nett. Aber was ist mit Ihrer Frau? Die habe ich das erzählt und wie reagieren die Frauen darauf? Die sagen, das wird schon wieder besser werden. Ne? Das hat sie gesagt, das wird schon wieder besser werden. Ja, sie hat schon gesagt, ich muss aufpassen, hat sie gesagt. Ich muss anders leben. Ne? Aber mein Leben stelle ich nicht, sagen, nicht um. Ne? Das mache ich nie. Aha. Hat sich nichts geändert? Nein. Haben Sie nichts umgestellt? Ich habe gar nichts umgestellt. Ich bleibe genauso wie der alte Gerd Käfer. Gehe viel aus, gehe viel fort, lese viel, mache viel, arbeite viel. Und das macht mir einfach Spaß. Da denke ich gar nicht dran, dass ich krank bin. Ne? Was sagt der Arzt dazu, wenn er hört, er hat nichts geändert? Ich meine, man gibt dem Patienten ja immer was mit auf dem Weg. So, jetzt musst du einfach ein bisschen kürzer treten oder pass ein bisschen darauf und darauf aus. Bringt ja nichts, ne? Ich kann nur sagen, recht hat er. Also der Erfolg gibt Herrn Käfer recht. Es gibt natürlich Verhaltensweisen, wo man sagen muss, da ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn man sich etwas ändert. Jetzt nehmen wir mal einen übermäßigen Alkohol, übermäßiger Nikotingenuss. Der mag dann auch einer Heilung jetzt nicht so gar zuträglich sein. Aber ansonsten ist genau so mit Vergnügen und mit Engagement zu leben. Das wirkt sich natürlich auch auf einen Heilungsverlauf, auf die Lebensfreude enorm aus, wie man sieht. Also so sollte man durchaus sein Leben bestreiten. Ne? Wie sieht so ein Tagesablauf bei Gerd Käfer aus? Ja, wie mein Professor. Viel Arbeit, viel tun, viel machen. Ich mache sehr viel und ich freue mich eigentlich, wenn ich jeden Tag ins Büro gehen kann. Ne? Oder wenn ich unterwegs bin. Ich bin ja sehr viel in Frankfurt oder in Wiesbaden, wo wir ja die Betriebe mit Herrn Kufler haben. Also mir macht das alles nur Spaß. Ich kreiere Essen, ich mache Speisekarten, genauso wie Sie sich in der Medizin weiterbilden, bilde ich mich in der Gastronomie weiter. Und wenn wir das nicht machen, dann sind wir weg vom Fenster. Ne? Und mein Motto heißt immer, den anderen voraus zu sein. Ne? Immer mindestens ein Jahr Vorsprung haben, dann bin ich so gut. Und damit hören Sie auch nicht auf? Da höre ich bestimmt nicht auf. Ich höre auf, ich habe mir vorgenommen, wenn der liebe Gott es will, dass ich 100 werde und das hoffe ich auch. Jetzt bin ich 82, werde ich es und dann habe ich noch 18 Jahre Zeit, kann ich noch richtig dynamisch sein. Und nach meinem 100. Geburtstag am 19. Oktober, an dem Tag höre ich auf zu arbeiten und genieße die restlichen 3, 4 oder 5 Jahre noch mein Leben. Was bedeutet für Sie genießen? Ja, ein bisschen Freizeit machen, mein Haus genießen, mein Chalet genießen, mal nach Sylt fahren oder mal eine Reise machen am Schiff. Also da kann man vieles machen, wenn man noch fit ist dabei, ne? Das ist ja klar. Jetzt sind es bis 100 noch einige Jahre. Das sind 18 Jahre, aber das ist ja kein Problem. Die Zeit geht da wahnsinnig schnell rum. Warum soll ich mir da mal Gedanken machen? Ne? Und ich muss mich einfach kämpfen, dass ich fit bleibe. Das ist das Wichtigste. Mein Bruder, der geht es nicht gut, aber der macht nichts, verstehen Sie? Man muss was machen. Wenn Sie selber nichts machen, das müssen wir recht geben, geht gar nichts mehr. Ne? Das muss man machen. Und man muss sich auch immer wieder untersuchen lassen, nicht zu viel und nicht zu viel Pillen nehmen, das ist auch Gift. Ne? Ich möchte nochmal, Sie haben eben gesagt, so Krebse lieben Sie ja jetzt zum Essen. Sie stehen für gutes Essen. Wie wichtig ist das, gerade für die Gesundheit? Ich denke, ein ausgewogenes, gutes Essen ist wirklich, ist ja erstens ein Genuss, damit verschafft es Freude und Wohlbefinden, dient aber natürlich auch
zur Versorgung von uns lebensnotwendigen Stoffen. Und es gibt ja ganz interessante Arbeiten dazu, dass man sagt, gerade in Deutschland wird zu wenig Wert auf gutes Essen gelegt. Das heißt, im Vergleich mit anderen Ländern, der Käfer wird es viel besser wissen, wird auch prozentual gesehen mehr von Einkommen oder von den Aufwendungen für Essen ausgegeben, was in Frankreich, Spanien, Italien ist. Und da sind wir ein bisschen stiefmütterlich. Ne? Also ich glaube, gerade was so an eingefrorenen Sachen, an Fertiggerichten verwendet wird, ist hier mehr als in anderen Ländern, wobei es uns ja eigentlich wirtschaftlich gut geht. Und das ist vielleicht ein Appell, ist natürlich, wenn der Käfer den macht, trifft es natürlich, kommt es vom Richtigen, aber ich denke, man sollte auf gutes Essen, auf ausgewogenes Essen, sollte man durchaus achten. Dann hat man auch alles, was man normalerweise braucht. Wenn man so isst, dann braucht man auch keine Vitamintabletten schlucken, weil das kommt alles mit dem Essen. Und ich sage immer, man soll das Essen seit auch anders einteilen. Seit meiner großen Krankheit esse ich ganz anders. Ich gehe Mittag um 2 Uhr zum Essen oder um 1:30 und esse bis um 4:30. Dann nehme ich mir Zeit. Wirklich? Ja, und dann gehe ich zum Essen und brauche ich Abend gar nichts mehr. Es ist zwar Abendessen sehr schön, aber da gebe ich halt ein paar Glas Wein oder ein bisschen Käse noch, aber ich gehe unheimlich gern Mittag zum Essen, weil es viel schöner ist. Dann nimmst du mehr Zeit und nicht die Hektik und am Abend. Sie wissen, heute sind die meisten Lokale um 11 Uhr leer, also die guten Speiselokale. Ne? Weil die Leute gehen alle frühzeitig heim und das bin ich, also der Typ bin ich nicht. Ne? Man muss nicht zu tot schlafen, aber ich mache, also Essen ist ein ganz wichtiger Punkt und nicht nur auch gezielt essen. In Deutschland ist er mit der Fastfood hoch oben, ne? Wie in Amerika auch. Ne? Aber das ist halt schon für den Magen nicht gut. Und darum werden die Leute auch so dick. Schauen Sie die dicken Männer, die dicken Frauen an, das ist ja Wahnsinn. Ne? Wenn Sie hier durchgehen, was da für dicke Frauen da sind und für dicke Männer. Aber trotzdem machen Sie immer einen drauf. Sie sind ein Nachtmensch. Was machen Sie da so nachts? Oder gehen Sie einfach erst spät schlafen? Das wissen Sie selber. In meinem Alter leider nicht mehr in der Diskothek. Früher war ich nur in der Diskothek und überall rum. Ne? Hat mir halt Spaß gemacht. Aber ich mache ja noch sehr viele Partys. Ne? Also hauptsächlich in Frankfurt und in Wiesbaden. Und in München auch. Und ich habe meine alten Kunden noch. Und da bin ich halt dann. Ich bin immer der Letzte. Wissen Sie, mein Motto heißt immer, du musst der Letzte sein. Weil dann und mit dem Gastgeber da sitzen, dann war er zufrieden. Weil dann kann er nachher nicht mehr viel meckern. Dann kann er vorher schon meckern, aber nicht nach ein paar Tagen. Das ist auch mein Motto gewesen. Ne? Wenn Sie so spät ins Bett gehen, schlafen Sie dann lange aus? Ich schlafe ganz fest und bin spätestens um 8:30, 9 fit, total. Also Sie brauchen nicht wirklich eine Stunde zum Pflegen. Und wie sind Sie dann morgens kommen Sie dann ins Büro und sagen, hallo, hier bin ich. Fit, total. Und wichtig ist, dass der Mensch immer gut riecht. Das ist eine alte Geschichte. Wenn er nicht gut riecht, ist es von vornherein. Das heißt, duschen erstes. Fleur de Bordel, duften, tollen Duft, immer schönes, elegantes Hemd, lange Strümpfe. Einfach, der Mann muss einfach alles gepflegt sein, wie bei den Frauen. Dann geht's. Ne? Was ist Ihnen bei Frauen wichtig? Außer, dass sie gepflegt sind? Dass sie gepflegt sind, dass sie gut angezogen sind. Ja gut, heute ist die Mode ganz anders geworden. Ne? Dass sie schöne Augen haben, schönes Gesicht haben, das bei den meisten Frauen ja heute allen so. Außer die Frauen, wo sie gehen lassen, kommt man nicht mehr. Das passt nicht zu mir. Ne? Herr Käfer, der Lebemann. Sie sind in der Öffentlichkeit, Sie sind prominent, Sie sind der Feinkostpapst, aber Sie machen viele Sachen heimlich. Wie passt das zusammen? Ja, man muss nicht alles in die privaten Sachen muss man nicht alle nachschmeißen und in die große Glocke hängen. Man hat ja genug, wo die Leute drüber schreiben können. Ne? Das ist alles kein Problem. Ne? Also man muss halt immer das Private ein bisschen zurückhalten. Ne? Jetzt haben Sie gesagt, Sie möchten auf jeden Fall erstmal bis 100 weiter Dampf geben und danach einfach ein bisschen genießen. Sie haben schon einen Grabstein. Ja, ein Grabstein, der ist so schön, dass ich ihn wirklich jeden Monat einmal anschaue, weil er mir selber gefällt. Da stehen die Leute davor. Ich habe das von einem großen Bildhauer machen lassen und der ist so einfach, der ist richtig schön, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Ne? Wo steht der Grabstein? Ja, am Ostfriedhof. Der steht auf dem Friedhof, Ihr Grabstein, jetzt. Ein großer Grabstein, ein Familiengrab. Ne? Ob ich die alle drin haben will, weiß ich nicht. Wenn sie nicht zahlen, dann kommen sie nicht rein. Und was steht da drauf? Ja, da steht dann meine Mutter drauf und mein Vater drauf. Mein Vater ist sehr früh gestorben und dann steht da drauf, hier wird einmal Gerd Käfer, der sich zur Ruhe setzen. Da steht echt so ein Zukunftsspruch. Entschuldigung, der bayerische Tafelleger, Gerd Käfer wird sich hier einmal ausruhen.
Wie lange haben Sie den Stein schon? Ja, der ist jetzt genau nach meiner letzten Firma. Das ist eine Vierteljahr. Ach, da kam diese Diagnose? Da war ein kleiner Grabstein und den habe ich weg. Der hat mir jedes Mal geärgert. Der war Ihnen zu klein? Ja, der war zu klein. Und der ist jetzt größer? Der ist halt schön. Das ist schon wieder Richtung Humor, oder? Also das finde ich und ja unglaublich. Ich habe einen Zinssarg schon bestellt. Ach, das war auch schon? Ich will im Zins. Ich habe auch eine Rede bestellt, alles bestellt. Ich rede, meine Grabrede mache ich selber. Das verstehe ich nicht. Die machen Sie selber? Ich mache meine Grabrede selbst. Die ist aufgenommen jetzt schon. Und da habe ich eine Einladungsliste, wer alles kommen soll. Und meine Grabrede, die spreche ich aus dem Sarg raus. Das wird dann eingespielt oder ist das dann, sind Sie dann zu sehen? Nein, die ist eingespielt, die ist bereits auf dem Tonband drauf. Die ändere ich manchmal ein bisschen wieder, wenn mir was besonders einfällt. Und das, wenn die Leute draußen sind und weinen, das will ich überhaupt nicht, dann kommt das Mikrofon und dann spreche ich. Das heißt, Sie haben eigentlich keine Angst vor dem Tod? Nein, überhaupt nicht. Noch nie gehabt? Noch nie gehabt, nein. Mhm. Ich weiß, dass man sterben muss. Also geht es doch allen so, ob du viel Geld hast, wenig Geld hast. Ich war jetzt auf vielen Beerdigungen in der letzten Zeit, wo ich also wirklich ganz, ganz sehr vermögende Leute beerdigt worden sind. Die sterben genauso wie ein Armer. Und das beruhigt mich auch immer. Mhm. Wahnsinnseinstellung, oder? Weil wenn sie vom Tod Angst haben, dann ist es, da können sie keine Angst haben. Das passiert doch jedem, oder? Glauben Sie, dass es danach weitergeht, nach dem Tod? Das glaube ich nicht. Also ich komme bestimmt nicht mehr auf die Welt. Aber darum haben wir einen Zinssarg gehabt, weil da hat man die größere Chance. Also, und wo ist dieser Sarg jetzt? Der ist gelagert. Der ist gelagert, ja. Okay. Da steht auch drauf, GK. Gekauft. Nein, Gerd Käfer, ich verstehe schon. Das ist ja Wahnsinn. Aber solche Patienten, die gibt es nicht oft, oder? Das muss man leider nicht. Also wir haben es daraus nicht immer mit dieser doch sehr, sehr frohen und lebensfrohen Einstellung leider nicht zu tun. Dann ist die Aufgabe von uns allen, von den Teams zu gucken, dass man den Patienten doch etwas in eine wohlgemutere Stimmung und lebensfrohe Stimmung bringt. Hier tun wir uns natürlich ein bisschen umgekehrt. Der Käfer motiviert ja uns alle, eigentlich so weiterzumachen und jemanden so begleiten zu dürfen, ist natürlich eine besondere Gelegenheit. Gibt es irgendwas, was Sie aus der Bahn werfen könnte? Nichts, gar nichts. Außerdem, es wäre der Tod von einem Mitglied, der Familienmitglied, das würde mich im Moment schon ein bisschen aus der Bahn werfen, ne? Aber sonst wird mich nichts auf der Bahn. Das wäre das Schlimmste, was Ihnen passieren könnte. Ja, also ich bin ich selber. Ich bin halt ich, der Gerd Käfer, und der lebt sein Leben, so kennen mich alle, und das lasse ich auch nicht aus. Ich mache immer gerne selber große Feste. Ich feiere jeden Geburtstag. Jeden Geburtstag. Und zwar mache ich das ganz anders. Am 19. April ist die, also sagen wir mal, wie ich 80 geworden bin, habe ich am 79. Am 79. halb gefeiert, am 19. April und dann am 19. Oktober. So mache ich es immer. Jedes halbe Jahr feiern Sie Ihren Geburtstag praktisch. Ist doch wichtig. Wer keinen Geburtstag feiert, ja, der mag mich, die kann nicht, das ist mir peinlich. Sag ich mir, ich sage, ich feiere meinen Geburtstag, wie es auch geht. Und wenn ich wenig Geld habe, dann mache ich halt weniger. Ne? Ich habe eine Kreditkarte von McDonald's, ne? Das hat auch niemand. Ne? Ich könnte bei McDonald's umsonst feiern, ne? Kann 50 Leute einladen. Ne? Und wer kommt? Wer ist also Ihre Liebsten, die Sie dabei haben? Ich suche die Leute aus, die mir bis jetzt alles Gutes getan haben und mit denen ich ein Leben verbracht habe. Oder die auch die besten Partys mit mir gemacht haben und heute noch zu mir stehen. Ne? Die lade ich ein. Ich habe schon viele Schnorrer eingeladen und die tue ich alle raus. Der schnorrt und mich nur eingeladen, lade nicht dagegen ein, den lade ich nie mehr ein. Das merken Sie, wer das ist. Also sofort merke ich das. Ne? Das wissen Sie, wie die sind heute, die Leute. Ne? Naja, Sie haben ja auch einiges zu bieten, ne? Da bieten sich wahrscheinlich dann auch viele an. Wenn Sie jetzt so auf die nahe Zukunft schauen, was ist Ihr nächstes Projekt? Haben Sie da was? Jetzt haben Sie das Buch geschrieben. Ich schreibe dann wieder ein Buch nochmal. Ich schreibe noch zwei, drei. Ich habe ja schon 10 geschrieben. Ne? Ich habe ein Buch einmal geschrieben, da habe ich 770.000 Auflage gehabt, mein erstes Buch. Und das ist heute, die kaufe ich gerade alle zurück für 1 Euro aus dem Internet. Die kaufen Sie zurück? Ja, weil ich keine habe mehr. Ne? Ach so. Das Buch war so toll. Okay. Das kaufe ich halt wieder. Ne? Und das ist heute noch modern. Ich sage es, da haben wir noch tolle Ideen drin gehabt. Naja.
Was war da in dem Buch? Ja, auch Feste feiern und Rezepte, die ich damals schon gemacht habe. Also einfach alles, was man können hat. Genauso wie Sie auch Ihr Wissen weitergeben. Ne? Haben Sie Kinder? Mhm. Werden die auch Ärzte? Ja, momentan wollen sie es nicht werden. Aber, nicht? Die sind noch zu jung dafür, sich dazu entscheiden. Wir sehen, dass der Papa kaum Zeit hat. Das ist der Punkt. Ein Arzt zu sein, ist doch auch was Besonderes. Ne? Menschen so zu helfen. Weil wenn es keine Ärzte gibt, denken Sie an das 18. Jahrhundert, was da alles war, was da gemacht worden ist. Aber es ist doch einfach schön, wenn es Ärzte gibt, die im Beruf hundertprozentig lieben und es nicht nur ums Geld machen, sondern einfach die Freude daran haben, anderen Menschen zu helfen und sich selbst weiterzubilden. Das finde ich einfach gut. Ne? Weil die Medizin, die rennt davon wie in der Autowirtschaft. Jedes Jahr gibt es 10 neue Sorten von einem Auto. Ne? Und so geht es in der Medizin genauso. Es gibt immer wieder neue Sachen, die ich also einfach toll finde. Ne? Was mich noch interessieren würde, Sie sagen ja, Sie sprechen mit niemandem dann, wenn Sie was haben. Das heißt, Sie gehen in den Wald und schreien es hinaus. Oder wie verarbeiten Sie eigentlich, wenn Sie Probleme haben? Ja, der schreie ich schon aus. Ich bin schon hart. Aber jetzt, ich habe mich gebessert. Das heißt? Ja, ich bin etwas ruhiger geworden, ne, auf dem Gebiet. Ne? Aber anschreien Menschen hat keinen Sinn. Du musst sie loben oder musst ihnen sagen, das ist nicht gut gemacht. Das ist genauso in der Klinik überall. Es gibt ja junge Ärzte, die lassen sich nichts sagen von den Eltern fern. Und das ist immer schlecht. Man muss sich was sagen lassen können. Ne? Man hat ja immer noch eine gute Idee, oder? Die haben wir alle beide. Ne? Sie hatten keine psychologische Betreuung? Nein, ich habe eine Betreuung gehabt, die war einfach richtig schön. Ich habe die Untersuchungen alle mitgemacht, das war alles schön. Und dann war ich in der Lauterbacher Mühle und das war auch damals richtig, alles irgendwie richtig. Also alles, meine ganze Krankheit, die große, die ich gehabt habe, das war für mich wie ein Urlaub dann. Und sonst, wenn ich hier bin bei ihm, und dann macht das auch das für mich Urlaub. Ich komme da rein, bin da früh um 8 Uhr da, werde eigentlich ganz schnell, wir kennen es alle, werde ganz schnell bedient. Da vorne ist zum Beispiel eine ganz tolles Mädchen, die also behindert ist. Ne? Die ist einsame Spitze, die ist so toll, die bewundere ich immer, wie die das macht, wie sie geht und wie sie den Menschen behandelt. Und das ist einfach, wenn sie auch warten müssen da vorne. Also ich habe neulich mal, weil ich da war, habe ich gerne gewartet, weil diese beobachtet, weil die so gut ist. Ne? Ich bringe auch dann ein bisschen Geschenke mit, ne? Das ist auch wichtig. Ne? Und Sie waren in der Reha, wie war das für Sie? Das ist wie ein Urlaub, ne? Die kennen Sie auch, ne? Also das ist schon toll da draußen, ne? Also da bleibt man gesund. Wie sieht da der Tag aus? Wie sieht der Tag aus? Ne? In der Früh aufstehen, schön frühstücken, ne? Das ist ja wie ein Motel, ne? Dann vorher duschen und herrichten halt alles, das muss man alles haben, ne? Und dann eben trainieren, dass ich wieder fit bin, nur in den Garten gehen, weil ich konnte nicht mehr gehen an der Operation, ne? Nicht leicht, das war ja schwer. Ne? Die Lauterbacher Mühle ist einfach nur normalerweise für Herzkranke. Ne? Also wenn ich verliebt wäre und wäre Herzkranke, würde ich auch in die Lauterbacher Mühle gehen. Das ist sehr, sehr gut. Herr Käfer, ich habe viel von Ihnen gelernt. Können Sie unseren Zuschauern was mit auf den Weg geben? Ja? Einfach einen Tipp, wie man einfach so werden kann wie Sie, das Leben genießen. Ja, sie sollen das Leben genießen, sie sollen auf ihren Körper achten, dass er was wird und sollen sich immer vorsorglich, frühzeitig untersuchen lassen, weil das hilft viel und das müssen wir bestätigen, wenn man frühzeitig das untersucht, kann man viel retten. Ich sage, die Krebsgeschichte ist ja schon eine heiße Geschichte. Ne? Und Krebskranke sind, gibt es ja heute auf der ganzen Welt unheimlich viele. Ne? Und wenn man den gut behandelt, hat man noch auch eine Chance, lang zu leben, das kann man schon hinziehen, oder? Ist das richtig, was ich sage? Vollkommen richtig. Ja? Ich finde, aber wir müssen halt frühzeitig anfangen dürfen mit der Behandlung. Und dazu ist, wie Sie sagen, die ein oder andere rechtzeitige Untersuchung. Ja, es gibt ja viele, die lassen das alles schlittern und das geht nicht. Man muss sich frühzeitig untersuchen lassen, man muss gezielt leben, man muss auch sein Leben. Und wenn man wirklich schwer krank Krebs ist, muss man jeden Tag genießen, den man noch lebt, dem lieben Gott danken. Weil anders geht es nicht. Weil man kann sich ein Leben schon ein bisschen länger aufbauen. Ne? Aber Krebs ist halt etwas, wo kommt ganz an, was Ruhe ist. Ne? Das ist ja das Schlimmste. Ne? Was ist der schlimmste Krebs? Das ist schwer zu sagen. Da gibt es eine ganze Reihe, die sind recht unangenehm. Aber es gibt gut behandelbare, wie wir auch schon neulich besprochen haben. Aber eben auch aber Lungenkrebs zum Beispiel ist sicherlich einer von der Prognose ungünstig. Aber auch da hängt es darauf an, in welchem Stadium er entdeckt worden ist, im frühen Stadium. Können wir doch sehr schöne Erfolge erzielen. Also im frühen Stadium können Sie, das habe ich mir auch immer wieder sagen lassen,
kann man schon noch viel machen, um sein Leben zu verlängern. Ne? Man muss ja den Willen haben, dass man sein Leben verlängert. Ne? Man muss auch frühzeitig sorgen dafür, wenn man wirklich so schwer krank ist, dass man alles plant. Verstehen Sie? Das ist der Wahnsinn. Sie haben Ihren Grabstein schon am Ostfriedhof, Sie haben Ihren Zingsack. Und die Liste kommen muss. Genau. Und eines sage ich Ihnen, ich will in der Kirche, will ich keine Tränen haben und will keinen, ich will Gospelmusik haben. Ich will es so wie in New Orleans haben, genauso. Die müssen in der Kirche singen und tanzen. Also wenn sie geboren werden, singen und tanzen sie auch und freuen sich. Und so, wenn sie sterben, ist das Gleiche wieder. Ne? Sie waren als Gastspiel auf dieser Welt. Und ich habe auch noch einen Wunsch, einen letzten, dass ich das nächste Interview führe mit Ihnen, auf jeden Fall, wenn Sie 100 werden. Ja. Verabredung? Wunderbar. Das sind wir zwei Waage. Zwei Wagen zusammen, ganz genau. Vielen, vielen herzlichen Dank und Dankeschön, Professor Hellenberger. Das war ein sehr intensives Interview mit Gerd Käfer. Ich glaube, er hat vielen Menschen Mut gemacht, die eine ähnliche Diagnose haben. Gerd Käfer hat eine gesunde Lebenseinstellung, eine sehr positive und hat gleichzeitig keine Angst vor dem Tod. Er hat ja sogar schon vorgesorgt. Ein absolutes Phänomen, dieser Mann. Und damit sage ich Servus, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Intensiv, das Gesundheitsmagazin. Machen Sie es gut.